Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Ford GT von De Agostini. Eine neue Lieferung ist da mit den Bauphasen 53 bis 57. Es gibt viel zu tun. Warten wir es ab. Ja, es sind, ich zeige euch das mal, ein paar Tüten gekommen und in der 57 geht es weiter mit dem nächsten Rad. Es ist aber noch mehr gekommen. Und zwar hier ein kleines Kapek. Das packen wir mal aus. Da ist auch noch was Knisterfolie drin. Knatterfolie ist da noch drin. Und wir sehen eine Tasse. Eine Kaffeetasse. Ja, unverkennbaren dieses Design. Ne, mit der 6 und ja, ja mit der Gullwing-Lackierung. Die Tasse wird dann auch da oben seinen Platz finden. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Platz haben. Batman. So, guck mal hier. So, zack. Tassensammlung quasi, ne? Gut, ja, wohin jetzt mit dem Karton? Keine Ahnung. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen mit der Bauphase 53. Und da geht es um einen Stabilisatorstange und Halterung und die Bremsbelüftung. Aber vorher, bevor wir das machen, hier sind die Teile. Die müssen wir natürlich auspacken. Da sind aber auch ein Haufen Schrauben mit dabei. Wofür wir die brauchen, das kann ich euch auch gleich sagen. Und zwar haben wir ja hier unseren Unterboden, ne? Hier. Oder so. Und den Innenraum. Und die beiden Sachen werden jetzt gleich sofort miteinander verbunden. Und dann tatsächlich auch noch hier die Räder, also hier die Vorderachse. Das kommt dann auch gleich schon ran gebaut. Ich habe heute, hab euch gerade mich mit einem befreundeten Modellbauer unterhalten. Und dann haben wir uns über Räder unterhalten von diesen Modellen, die wir ja immer von diesen ganzen Automodellen. Und ja, einer der schönsten, wie ich finde, sind die, ne, vom Ford GT. Die anderen sind auch schön, aber die sind... Und er hat schon gesagt, warte man ab, bis noch ein Modell bei dir auf dem Basteltisch kommt. Über die Räder wirst du dich auch freuen. Ja, da bin ich mal gespannt. Vorschusslorbeeren ist immer so eine Sache. Aber egal. Wie gesagt, Bauphase 53 wollen wir machen. Ich zeige euch gleich die Teile und dann ja, gucken wir mal, dass wir das alles hier auf den Basteltisch bekommen. Und dann wollen wir losschrauben. Schraubenträger raus. Welchen nehmen wir denn? Wir haben mehrere zur Auswahl. Legen wir los. So, dann legen wir mal los. Hier haben wir die Stabilisatorstange. Das hier sind die Halterungen dafür. Hier sind sogar kleine Maulschlüssel. Nein, das sind auch Halterungen. Wie gesagt, dann FD01 und FP01 Schrauben sowie zwei Bremsbelüftungsschläuche. Nun geht das los. Die Teile erstmal alle beiseite. Und dann werden wir uns ja, den Unterboden mal schnappen. Wenn wir uns hier hinlegen und dann den Innenraum, den wir ja hier schön am Überrollbügel vorsichtig anfassen können. So, und mit der Kabellitis müssen wir jetzt aufpassen. Hier sind ein Haufen Kabellitis dran. Ne? Da zeigt er mir nicht in der Bauanleitung, wo ich die lassen soll. Tja, ich würde sagen, erstmal alle auf eine Seite, weil wir hier alles dran haben. Ich werde das mal lösen. Auf jeden Fall kommen wir hier auf diese 1, 2, 3, 4 Stützen. Und hier sind die Löcher dafür. Und da setzen wir das dann genau drauf. Und dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein, das dann zu verarbeiten.
Irgendwie bin ich nicht ganz richtig gewesen. Habe ich das dann... Ja, ich habe das ja auch falsch rum. Dann ist es ja auch kein Wunder. Aber ich soll alle 4 benutzen. Ah, bei dem einen muss ich den Batteriedeckel noch abmachen. Aha, genau, gut. Ich werde die Kabel mal, Batteriedeckel lassen wir mal ab. Meine Kabels, die habe ich ja hier alle mit Klebeband festgemacht. Wir legen das mal auf den Überrollbügel, dann machen wir das Klebeband mal ab. Und lösen das Ganze. Und dann schauen wir mal, das muss hinten bleiben, das muss hinten bleiben. Eigenartig ist das auch, dass hier auf der Seite was rausguckt. Ne, das guckt alles hier auf diese Seite raus. So, dann lassen wir das hier an der Seite rausschauen. Und die anderen, die hier sind, die könnten wir ja eigentlich hier ein bisschen ankleben, damit die ja nicht stören. Ne? Bereiten wir uns mal schön schwarzen Klebestreifen vor. So, und dann werden wir das mal hier ankleben. Ob das so richtig ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich das gerne so haben, dass mich das nicht stören kann. So, und die anderen gucken dann an der Seite raus. Und dann müssen wir jetzt nur das Ganze vernünftig raufsetzen. Sie guckt das nach hinten raus, guckt das zur Seite raus. Du kannst das nicht sehen. Nach hinten raus geht es nicht. Erstmal zur Seite. Falls das nochmal anders kommt und ich das woanders besser sehe, dann kann man das ja natürlich nochmal wieder ändern. Und wir nehmen FD01 Schrauben. Und na, komm hier. Und schrauben die dann hier rein. Oh, habe ich getroffen. Die nächste kommt natürlich genau gegenüber. Ich hoffe, dass mit der Kabellit das haut so hin. Dass man hier nachher irgendwie... Naja, werden wir sehen. Wir werden es sehen irgendwann. So, da habe ich. Jetzt kommt genau ins Batteriefach. Eine Schraube rein, die ist auch so tief drin, die wird nachher nicht stören, nicht dass sie Kurzschluss verursachen könnte. So, und eine Schraube dann hier auf der Seite, dann können wir auch das Batteriefach schon wieder schließen und haben dann quasi den ersten Arbeitsschritt vollbracht. Und jetzt würde ich nicht mehr am Überrollbügel anfassen, weil der ist ja aus Plastik. Jetzt haben wir dann schon so ein bisschen Auto hier, nicht? So, dann haben wir hier unsere Vorderachse, das Ganze. Und das werden wir jetzt hier vorne aufsetzen. Und zwar wie folgt. Muss das hier nach oben. Fehlt mir da noch was? Oder sieht das bloß... Nein, das ist eine optische Täuschung. Und das kommt dann so. Jetzt müssen wir das Ganze anheben. Und die beiden Nupsis kommen hier hin.
und die beiden dahin. Und das heißt, wir müssen uns das Ganze hier einmal anheben. Ich mache das mir, glaube ich, mal ein bisschen einfacher. Ich habe doch hier so eine Metallgewichte. Werde ich mit denen dann hier mal da unterpacken. Dann kann ich das ja hier normalerweise schön rauflegen. Das muss natürlich weit genug rauf, ach so, und hier nachher die Dinger in die Lenkung rein, wenn ich das richtig sehe. Bauanleitungen sind immer sehr schön. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt, ich habe nämlich, glaube ich, noch nicht die richtige Position. Jetzt fällt mir das hier gleich wieder runter. So, das erste Rad ist in den Lupsi drinnen. Das zweite nicht, das sitzt aber, glaube ich, auch noch nicht richtig. So, jetzt. Und jetzt muss das nur noch runtergedrückt werden, glaube ich. Aber jetzt auf jeden Fall kann ich ja da erstmal mal sehen, wo er das sagt, festschrauben. Soll ich das noch gar nicht festschrauben? Das ist ja Quatsch. Sichere das Ganze mit zwei FD01 Schrauben. Und zwar einmal da und einmal da. So, hier habe ich was gefunden. Gewinde meine ich. Und hier auch. Einmal, zweimal. So, jetzt können wir schon mal an der Lenkung spielen. Ne? Guck mal an. So, das hätten wir. Dann sollen wir das Ganze umdrehen. Soll ich nicht noch? Hier kann ich doch eigentlich auch noch anschrauben. Da, die andere sehe ich gar nicht. Warum soll ich da nicht anschrauben? Das sagt er auch nicht. Na gut, jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt steht er schon mal hier auf zwei Rädern. Und, warte mal, diese beiden hier Kabels, die müssen bestimmt wieder raus, dass die da nicht einklemmen. Ich werde die mal vorsichtig rausnehmen, so, dass die da nicht eingeklemmt sind. Und dann drehen wir das Ganze um. Müsste jetzt ja eigentlich halten, ne? So, ganz vorsichtig. Und die Lenkung, das sitzt überall noch drauf. Und dann haben wir hier 53C, die kleinen Maulschlüssel. Und zwar kommen die Maulschlüssel hier auf diese Stifte hier rauf. Die sind hier ja, verjüngt. Da kommen die rauf. Einer auf der Seite, einer auf der Seite. Und dann kommt die Stabilisatorstange und die zeigt nach hinten. Und da brauchen wir auch die Nopsis für. So, dann ist die jetzt da drauf. Dann kommen diese Bügel hier rüber. Genau, diese Bügel hier rüber. Und die werden mit FD01 Schrauben verschraubt. Haben wir ja noch ein paar.
So, bloß nicht doll drauf rumdrücken. Ich nehme das Modell gleich anders. Ich setze bloß die Schrauben erst überall einmal ganz kurz an und mache quasi eine Umdrehung rein. Weil dann nehmen wir mal das Modell hoch und dann gucke ich mal, dass ich die Kraft entweder in meine Hand verteile. Mache ich ja öfter so, damit man vielleicht auch merkt, falls was kaputt geht, aber nee, was heißt falls was kaputt geht, damit nichts kaputt geht, damit man das merkt, damit man ein Gefühl kriegt dafür. So, das hätten wir. Wieder vorsichtig runterlegen und dann gucken wir mal weiter in die Anleitung und nehmen jetzt FP01 Schrauben. Oh, da haben wir aber auch eine Menge. Und da kommen jetzt 1, 2, 3, 4 Stück hiervon rein. So, auch hier erstmal nur überall einmal kurz ansetzen. Und dann haben wir das vordere Teil mit Rad und so weiter und so fort. Alles mit dran. So, auch hier wieder nochmal alles auf eine Hand legen, alles auf eine Karte setzen. Nein, bloß nicht. Schön vernünftig und ruhig. Vor allen Dingen die Schrauben treffen. So, die nochmal gucken. Da, die konnte auch nochmal ein bisschen nach. So, die auch nochmal fest. Einmal frei. So, jetzt drehen wir das Ganze um wieder und quasi der Vorderwagen ist fest. Wir sehen, die Federung funktioniert auf der linken Seite nicht so gut. Warum? Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ist egal. Hauptsache, sie funktioniert. Also die rechte Seite scheint ein bisschen weicher zu sein wie die linke Seite. Na, ist ja nicht so schlimm. So, und jetzt haben wir diese Bremslüftungsschläuche. 53E kommt auf die rechte Seite. Jetzt muss ich erstmal gucken. 53E ist der und der ist der. Der hat nämlich hier eine offene Seite und der hat spiegelbildlich die andere offene Seite. So, jetzt kommt 53E. Kommt jetzt. Moment, Moment. Ja, hier jetzt rauf. Die Frage ist, wohin ist die offene Seite? Die ist hier unten. Also wir kommen hier ran und dort am Rad. So, jetzt kriegen wir das beim Rad auch raufgestülpt. Ja, jetzt müssen wir das hier auch gleichzeitig raufstülpen. Oder muss ich das umgekehrt machen? Erst da, erst vorne. Lenkt das denn nachher noch? Ja. Das offene soll auf den und das andere auf den. Aber ich hätte das auch gerne dann vernünftig da drauf gemacht. Bisschen hin und her leiern. Aber jetzt ist es doch mit der Lenkung. Habt ihr gesehen? Soll ich das andersrum machen? Nee, andersrum geht das nicht. Dann
Oder muss ich hier oben rüber stülpen? Das ist vielleicht die Technik, dass ich das Ganze dann noch bewegen kann. Naja gut, es ist auf jeden Fall erstmal drauf. Können ja die nicht auch noch in Heißwasser packen. So, also hier, der linke Schlauch ist mir schon auseinandergegangen. Die Frage ist jetzt aber doch dann, die Lenkung funktioniert noch, jetzt ist da wieder raus. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, so lasse ich das jetzt. Das war denn die Bauphase 53. Wir haben noch, wir haben noch drei Schrauben, aber die gucke ich mir die Bauanleitung noch mal an. Und mit der 54 bin ich gleich wieder für euch da. In der Bauphase 54 kriegen wir einen Kühlergrill mit dem Kühlergrillrahmen. Dann eine Frontlampe, die dann nicht leuchten wird. Und dann Mini-Schrauben, wird ja schon mal aufmunitionieren. Wenn der PH00 das hergibt, mal gucken wir gleich mal. Und ja, was soll ich euch sagen? Wir fangen an mit der Frontlampe. Die hat hier so einen Steg und hier die Aufnahme hat einen Schlitz. Da müssen wir das dann an der richtigen Position setzen. Und dann wird das von hinterwärts mit dieser kleinen mitgelieferten Schraube verschraubt. Ich nehme mal doch einen größeren Schrumpfträger, der fest besser. Man denkt immer so eine kleinen Schrauben. Ja. So, dann haben wir hier den Grill. Den legen wir uns so rum hin und der mit der Lampe. Hier ist ein Nupsi dran, dann können wir das schon erkennen, dass das dann auf diese Seite kommt. Und dann wird das nur so zusammengesteckt. Und das war es dann schon mit der 54. Dann werden wir mal mit der 45 sofort fortfahren. Und das hat Gott sei Dank nicht so doll. Ihr seht schon, das geht mit dem Kühlergrill weiter. Und zwar, ja, da haben wir dann den Radiator und eine Radiatorbox sowie FP01 Schrauben. Die hole ich auch gleich mal raus, weil die werden wir ja sicherlich auch gleich nutzen. Und wie folgt, wir setzen das, was wir eben gerade zusammengesteckt haben, setzen wir dann hier rauf. So, dann haben wir hier eine Schräge, die zeigt jetzt von uns weg. Ach so, hier ist auch ein kleiner Nupsi dran. Ne? Ja, hier sind die beiden Löcher. Also kann das nur so zusammengesteckt werden. Und dann mit den FP01 Schrauben mit den mitgelieferten gleich einmal verschrauben. So, dann haben wir die Radiatorbox. Wir drehen uns das Ganze so rum. Hier haben wir auch wieder ein kleines Loch für den Nupsi. So, das wird dann selbsterklärend. Die beiden werden dann hier rauf gesteckt. Und
der Nupsi natürlich auch an Position und ist, das ist schon von alleine dann fest. Hier haben wir nachher noch Löcher für, denke ich mal, diverse Schläuche. Das habe ich mir gedacht. Dann nehmen wir unser Modell. So. Und werden dann, hier vorne haben wir zwei Löcher, nehmen die Schläuche mal hier beiseite, so, haben die beiden Löcher, und da kommen die beiden Nupsis rein, und hier haben wir eine Frontlampe, dann muss die natürlich auch nach vorne schauen. Das wird dann so und wird dann von der anderen Seite natürlich angeschraubt mit den mitgelieferten Schrauben. So. Jetzt drehe ich das einfach nur mal auf die Seite. Ganz vorsichtig. Und dann wird das von unten verschraubt. Das, wenn ihr das macht, ihr seht genau, wo das hinkommt. So, bleib stehen. Liebes Auto, bleib so stehen. Das sind zwar Plastikschrauben, die gehen aber schwer rein. Wie gesagt, schön festhalten, nicht dass irgendeine Katastrophe passieren kann. So, und dann so weit reinschrauben, dass das von unten glatt ist. Und dann packen wir uns das Modell wieder so hin. Und jetzt nehmen wir die beiden Schläuche. Die haben wir dann jetzt hier. Und nehmen den kleineren. Damit machen wir nichts. Noch nichts. Und den größeren hier mit den Nupsi dran hier, der wird jetzt hier oben, achso, der andere wird, den nehmen wir auch gleich. Auf jeden Fall, der wird oben reingesteckt. Das gelingt mir gerade nicht. Jetzt. Und der andere wird dann unten reingesteckt. Der will nicht rein. Der will nicht rein. Ist hier noch ein bisschen Grat dran, ne? Mal ein bisschen nachhelfen. Weil jetzt da dran rumbohren ist schlecht. Ja, jetzt geht er rein. So. So sieht das Ganze dann aus. Und das war dann auch schon die 55. Mit der 56, da sehen wir uns gleich wieder. Auf den Cut hätte ich verzichten können. In der 56 gibt es das Reserverad, also den Gummi dafür. Und in der 57 die äußere Felge und Felge. Und das könnte ich jetzt auseinanderpacken und zusammenstecken, aber viel kann man jetzt noch nicht machen, weil da fehlt ja noch ein Teil Felge und dann findet nachher vorne das Reserverad. Ich werde den Gummi mal trotzdem rausholen, weil er so schön ist. Der wird nachher vorne seinen Platz finden. Und zwar hier. Hier drinnen. Hier wird dann seinen Platz finden. Das können wir jetzt natürlich noch nicht machen. Weil lohnt sich nicht, weil da fehlt ja noch ein bisschen Felge. Ne? Der wird hier nachher seinen Platz finden. Und dann wird man da nachher schön reinschauen können. Und ja, gut, dann packen wir uns das andere vernünftig weg. Ach, egal, komm. Ich muss sowieso den gelben Sack noch rausbringen. Dann holen wir das doch noch raus. Holen wir das doch noch raus.
Und zwar wird das jetzt hier, soll ich lieber nochmal eine Bauanleitung gucken? Hohl und Pin. Ja, hier sind ja überall Pins und überall Löcher. Da wird das dann quasi nur so zusammengesteckt. Oh, den Reifen, das geht jetzt natürlich nicht rein. Bringt ja auch noch nichts. Aber der, wie gesagt, wird ja nachher später hier seinen Platz finden. Können wir ja schon mal so ein bisschen simulieren, ne? Wie das dann hier aussieht nachher. Okay, dann lassen wir das zum Wegpacken. Können wir das ja Ganze so lassen. Und ja, wie ich schon erwähnt habe in diesem Video, ich finde die Reifen wirklich sehr schön. Ja, und dann war es dann mit den Bauphasen 53 bis 57. Jo, Bauphasen 53 bis 57 sind abgearbeitet, nein, verbastelt. Haben wir schon ordentlich wieder was zu sehen. Haben wir drei große Teile miteinander verbaut und haben jetzt sozusagen nur ein großes Teil vernünftig wegzupacken. Das werde ich dann gleich machen und ja, dann freuen wir uns schon auf die nächste, auf die nächste Lieferung mit den Bauphasen 58, 59, 60, 61, 62. Und dann mal gucken, was da alles Schönes kommt. Im Forum bei Model Space gibt es das Ganze leider nicht mehr her und da hat Andreas den Baubericht im Forum nicht mehr weitergemacht, also kann man da leider nicht vorschauen. Einige von euch haben dieses Modell ja schon gebaut und ja, sind natürlich dann schon ein bisschen weiter. Ich lasse mich überraschen, was in den nächsten 5 Ausgaben verbaut wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann mit der Hinterachse, mit den Hinterrädern und der Hinterachse irgendwie weitermachen werden, dass das Ganze nachher auf 4 Rädern stehen wird und dann wird das ja irgendwann nachher mal losgehen mit dem dicken, fetten Motor. Vielen lieben Dank euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder hin.